Hallo und herzlich willkommen zurück zu Untergang von Makedonien. Der hat, also letzte Runde haben wir zweimal eine herbe Niederlage erlebt von, der hat einen Hinterhalt gelegt und da ist Pellas Verteidiger sind komplett vernichtet worden, einmal in dem Hinterhalt verloren und ein weiteres Mal ja, dann hat er nachgesetzt und dann war alles zu spät. Gut, und jetzt werden wir uns hier definitiv einigeln müssen. Mal schauen, was unsere Fernkämpfer gegen seine gegen seine Plänkler-Kavalleristen ausrichten können. Vor allen Dingen, er hat insgesamt 27. Auf jeden Fall viel zu viele. Ja, fetter Boom. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ich werde mich ein bisschen so hinrichten. Also ich werde mich nicht hinrichten, ne? Keine Sorge. Warte. Hier brauche ich einen weiteren. Da bin ich mal gespannt. Alter, diese Front halt, ne? Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So. Da heißt sie willkommen. Ja, machen sie. Sehr gut. Super, super. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Die Kamelbogenschützen darf ich auf jeden Fall nicht an meine... an meine Pferde ranlassen. Na, die jetzt ein bisschen haben ein bisschen Angst vor denen. Gut, ja, ich lass sie mal freischießen. Ist gut, dass sie die Flanken... Alter, da kommen halt nochmal genauso viel, ne? Das ist halt wirklich ultra bitter. Ich kann halt gegen Ermüdung vorgehen, aber nicht wirklich Rüstung geben oder so. Ihr müsst nur aushalten, ne? Ihr müsst nur aushalten. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ich kann halt auch nicht mit meiner Kavallerie dagegen antreten, weil die sind viel, viel viel schneller. Alter, da sind ja noch welche. Ja, die sind jetzt in... Hä? An die Waffen!
Geschossinfanterie zu eurem Dienst! Eure Befehle? Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ich würde sagen, lass den in Ruhe. Ja, jetzt unser General wird angegriffen. Jetzt kommen noch die königlichen Kataphrakte. Ne? Glaubst du denn? Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Aufblicken! Eure Befehle? Jagt sie erreicht! Stolze Söhne Makedoniens! Was macht man gegen so viel Fernkampf, ne? Ja, mein General ist jetzt auch gefangen. Der kommt da auch nicht mehr raus. Super. Und ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Alter. Die können jetzt nichts machen, außer meine Nahkämpfer zu sichern. Fernkämpfer, sorry. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Alter, wie viele Fernkämpfer der halt einfach hat. Junge, Junge. Die haben halt null Chance. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, was würdest du machen? Alter. Aber ich habe noch 1200 bekommen. Ja, ich würde sagen, ich muss meine Taktik umändern. Also meine Armee umändern. Ja, der setzt jetzt noch nach. Ja, mit einer 9. Das spiele ich aber. Ich habe zwar nur den da noch. Aber die da können
Können auf jeden Fall noch ein bisschen Schaden machen. Also. So, dann komm mal her, komm mal her. Mit denen muss ich auf jeden Fall jetzt richtig Damage machen. Na, wann kommt er denn? Ah, da kommt er. Ja, du musst angreifen, nicht ich. General! Steinschleuderer! Unser General wird angegriffen. Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen. Unser General ist gefallen. Naja, ich habe noch wenigstens 25 gekillt. Da hätte ich auch automatisch mal können. Oh je. So, zwei Fullstack-Armeen von mir sind vernichtet worden. Uiuiui. Die Geister haben bemerkt, dass ja. Übernächste Runde bietest du mir das gleiche an, nur ohne Money. Oder, also ohne, dass du Geld willst von mir. So, auf jeden Fall brauche ich jetzt Fernkämpfer auf jeden Fall und Kavallerie. So. Münzen und das hier. Also hier ist eine kaputt gegangen. Der könnte jetzt die da angreifen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ja. Genau, das mache ich jetzt auch. Die Frage ist, ich mache das lieber hier, glaube ich.
Weil hier kann ich keine guten... Darius Untergang. Kavallerie. So, jetzt. Ah, jetzt habe ich ein paar Kavalleristen. Also 2, 4, 6 Kavallerie. 4. Und Reichweite 1, 2 und Bogenschützen. Die haben 10 und die haben 15 Munition. Nee, Bogenschützen sind schon. Haben auch guten Durchschlag. Und dementsprechend wird das so gemacht. Wie sieht's eigentlich da aus? Ja, ne, Fullstack Armee zu Hause ist immer brauchbar. Die, da kann ich eigentlich. Genau, dann hier. Dann hier. Ich werde tun, was ich tun. Dann hier und da und da. Der geht mal nach oben. Und der baut sich mal wieder auf. Warte mal. Bürgerkavallerie brauche ich doch 0. Ja, 2 Runden. Gut. Was macht die Agnes? Die scoutet mal weiter. Er hat doch Rang 4 und nicht nur Rang 1. Ja, vielleicht ist es noch fehlerhaft, weil die gerade eben erst ausgehoben wurde. Puh, okay, Pater. Oh, ja, da wollte ich angreifen. Ich Idiot. Ja, das kann ich schaffen. Solange der nicht so viele Fernkampfkavalleristen hat. Aber die Armee ist eigentlich in ganz in Ordnung. 5, 5, 5, 5. Voll einfallsreich. So. Der hat also Regen gewählt. So. Ich werde mich auf jeden Fall ein bisschen zurückhalten. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Mhm.
So, jetzt kommt her. Pikiniere. Mal schauen, wie seine Pikiniere gegen meine Pikiniere sich schlagen. Unser General wird angegriffen. General ist tot. Männer wanken. Endlich die Fernkämpfer ausschalten.
Sehr wichtig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das war doch nicht ganz so einfach. Ja, aber war nicht ganz so schlecht. War nicht ganz so schlecht, nee. Passt. Gut. Dann würde ich sagen, einmal einen Panzerprägnierer haben wir verloren. Aber ja, das geht. Gut, was jetzt als nächstes? Ah, hier unten. Ja. Ich wette, das schafft er wieder. Ah, doch nicht. Ah. Und dann kommt jetzt der nächste und dann der nächste. Ach, diese Agenten immer. Ja, und jetzt bekommt Pergamon das Land. Na gut, das werden wir dann die nächste Runde ansehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.